Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge AirPod CEO hier auf meinem Kanal. Wir haben jetzt beim Helijet Nummer 5 Flüge. Die werden wir direkt mit rein knausern. Ansonsten sieht es, glaube ich, relativ gut aus. Klar, die Kosten sind natürlich rapide hoch für die Flüge, das ist klar. Gebühren für die Airline-Infrastruktur. Ja, gut. 4%, ne? Könnte besser sein, ne? Ich meine, wir haben relativ hohe Kosten. Ich meine, wenn wir Gewinn einfahren, können wir auch sinken. Das ist kein Problem, aber wir müssen erstmal Gewinn einfahren. Da müssen wir jetzt drauf achten, dass das passiert. So, noch mehr Helis. Sehr gut. Ich glaube, der Flug startet schon wieder, ne? Ja, 2:10. Dann kommt hier der nächste. Ah, erst gegen 5. Okay. Der fliegt gegen 3:10 ab und um 3:50 kommt der nächste. Was wird hier noch? Inspektion abgeschlossen. Boarding läuft noch. Das Boarding beginnt um 3:10. Ne, 2:25. Also sollte es eigentlich gleich beginnen. Die nächsten Leute sind auch schon in der Sicherheitszone hier. Die für den Flug sind unterwegs. Die haben noch nicht eingecheckt. Das heißt, diese sind die vier für den nächsten Flug hier. Gut. Wir brauchen unbedingt mehr Geld. Unbedingt. Weil wir müssen weitere Stands auf jeden Fall aufbauen. Das ist die Kleine, da können auch mittelgroße Flüge, nee, die mittelgroßen können hier nicht landen, ne? Nee. Gut. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine mittlere Landebahn, falls dann, ne? Ah gut, kriegen wir hin. Ich würde jetzt auf jeden Fall die Heli startet. Sehr gut. Nee, dann läuft das ja auf jeden Fall auch relativ gut.
Das läuft dann ja auch gut. Ist die Frage, sollen wir noch mal einen kleinen Stand machen? Ich glaube ja. Wäre, glaube ich, praktisch. Wir müssen auf jeden Fall mehr Flüge hier abwickeln. Das geht sonst nicht. Planungstool, würde ich sagen, machen wir die Plattform als nächstes. Und das. Und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Boarding-Schalter. Einen zusätzlichen. Da ist der nächste Heli. Zwei Leute steigen aus, drei Leute steigen ein. Klar ist es nicht so viel, aber immerhin. Das wird sich schon zusammenlippern. Wir haben nochmal vier Flüge für die Helis. Als erstes finde ich jetzt wichtig, dass wir erstmal in die Richtung gehen, dass wir auf jeden Fall Geld machen. Danach können wir immer noch gucken, wie wir umbauen dann, wenn wir genug Geld verdienen. Was wir für Möglichkeiten haben und. Zusätzlich müssen wir die Forschung beachten. Verpachtete Cafés haben wir fast fertig. Sobald das durch ist, können wir dann in die nächste Forschung gehen. Und der nächste Flug, oder der nächste Stand ist dabei. Gut, dann können wir den direkt hier mit nutzen. Für Fly Penguin. Und HeliJet hat auch schon den nächsten Flug. Kriegen wir aber nicht mehr unter. Okay. Freitag wieder. Freitag wieder. Wie sieht es aus mit der Forschung? Dauert, ne? Ja. Kriegen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge fertig. So wirklich. Gut, dann hätten wir das geschafft. Sollen wir direkt noch einen Stand machen? Wie viel kostet ein kleiner Stand? Ein kleiner Stand kostet 30.000, das ist gar nicht mal so wenig. Plus Boarding-Schalter natürlich. Gut, der kostet jetzt nicht allzu viel. Der kostet wie viel? 2, ja, 3.000. Das geht. Blade Lift Helikopters. Ich würde gern
mehr Fluglinien reinballern. Ja. Machen die Twistins auch noch. Dann holen wir direkt hier nochmal zwei Verträge. Was nehmen wir? Fluggesellschaften. Strada Regional nehme ich noch mit da rein. Und Maple Express. Oder Havanna. Havanna nehme ich. Ich glaube, die beiden sind gut. Dann sollte es eigentlich erstmal passen. Dann brauchen wir wahrscheinlich einen weiteren Check-in-Schalter. Wie viel Gewinn machen wir? Ich glaube, wir machen jetzt relativ viel Minus, aber gut, hier machen wir ohne die Baukosten. Das meiste sind ja Baukosten hier, ne? Machen wir eigentlich Gewinn. So, Forschung. Forschung ist durch. Sehr gut. Ja, was machen wir jetzt? Jet 1 Treibstoff. Projekt starten. Dauert eine Stunde, das geht. Dann brauchen wir zwei weitere Boarding-Schalter. Genau, die Cafés müssen wir noch machen. Können wir noch gucken. Boarding-Schalter. Zwei Stück noch bauen. Ja, so 10:20 starten. Ne, 27 soll er landen. Ah, ist er gerade gelandet. Sehr gut. Der startet, ne? 8 Uhr, ja. Läuft doch gut. Was haben wir in Restaurants? Gastronomiebereich. Da haben wir mit Sicherheit ein paar mögliche Verträge, Hilltop Café. Sechzehn Quadratmeter, das ist ja nix. Achtundsiebzig Quadratmeter. Hundertachtundvierzig, alter Falter.
20 Quadratmeter kriegt der Laden von mir. Hilltop-Café hier. Ein Kühlregal, eine Kaffeebar. Das kriegen wir hin. Kühlregal und Kaffeebar. Sehr gut. Forschung abgeschlossen und die Folge ist vorbei. Was machen wir aber in der nächsten Folge? Wir forschen. Was forschen wir? Haben wir jetzt beide Treibstoffarten? Ja, haben wir. Sehr gut. Dann können wir das in der nächsten Folge angehen mit dem Treibstoff? Dann können wir die auch dementsprechend betanken. Aber was forschen wir noch? Wir forschen in Richtung Franchise-Läden. Wäre vielleicht am besten, ne? Ja, machen wir auch. Gut, Leute, ich würde sagen, dann war es das für die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Bis dahin, Servus und Tschüss.